Also es gibt halt, wie ich gerade schon gesagt habe, zwei Möglichkeiten, sich diese Nachricht zuschicken zu lassen, E-Mail und Telegram. E-Mail ist ja recht simpel, da muss man einfach im Webinterface einmal diese E-Mail eingeben, an welche E-Mail das geschickt werden soll. Und Telegram haben wir ein bisschen anders gelöst, denn für Telegram benötigt man eine sogenannte Clean Chat ID und die bekommt man nur, wenn man einen offenen Chat hat. Das heißt, man schreibt sozusagen diesen Bot von dem Com-Home-System an und der merkt sich dann diese Chat-ID, schreibt die in die MySQL-Datenbank und hat die für weitere Verwendung dort gespeichert. In Zukunft stellen wir uns noch vor, dass das System ist jetzt so aufgebaut, dass man einfach weitere Sensoren hinzufügen kann. Also stellen wir uns vor, dass man in Zukunft zum Beispiel noch Sensoren für Temperatur oder zum Beispiel Bewegungsmelder hinzufügen kann. Oder halt auch andere Aktionen ausführen kann, wenn ein Sensor ausgelöst wird. Also zum Beispiel sowas wie Temperaturregulierung könnte man damit machen. Dann. Jetzt haben wir die Datenbank auf den Modus Telegram umgestellt. Das bedeutet, wenn der Leon jetzt nochmal da drauf drückt, werden wir hier eine, sollte jedenfalls hier eine Nachricht auftauchen, die dann so aussieht. Und zwar wird dann da stehen, man kann den Sensoren eigenen Namen anpassen, das kann man in dem Setting von dem Dashboard machen. Außerdem wird dazu dann noch ein Zeitstempel angezeigt und wie der Sensor heißt, so dass wenn man außerdem wird diese Nachricht nur abgesetzt, wenn man außerhalb des Hauses ist. Das heißt, wenn man im Haus ist, wird man nicht benachrichtigt. Und wir haben das Python-Skript so programmiert, dass es ziemlich universell ist. Das heißt, man könnte theoretisch unendlich viele Pis an diesem Server anschließen und mit diesem Python-Skript auch unendlich viele Sensoren anschließen, sodass das beliebig erweiterbar ist. Come Home, ein sicheres Zuhause. Dankeschön. Also wir haben eine App programmiert, entwickelt, die jedem, der noch in die Schule geht, dabei hilft, seine Sachen nicht zu vergessen. Das heißt, wenn man ein Dussel ist, ich glaube, das sind wir alle drei, dann ist diese App sehr hilfreich, weil sie einem hilft, dass man zum Beispiel die Sportsachen oder die Schulsachen nicht vergisst. Und vor allen Dingen erinnert die einen auch an Hausaufgaben und Arbeiten. Das haben wir zwar jetzt noch nicht geschafft, es einzuprogrammieren, aber immerhin kann man eben die Fächer in einen Stundenplan eintragen. So sieht unsere App jetzt halt aus. Und da kann man jetzt halt auf so ein Plus drücken. Und dann kann man da was eingeben, halt irgendein Fach, zum Beispiel Deutsch. Ja. Und dann, wenn man dann fertig ist, dann wird das dann halt hier angezeigt. Da muss man noch ganz kurz sagen, wie man hier ganz gut sieht. Das klappt irgendwie noch nicht, dass jetzt das Deutsch hinter dem Plus steht, aber okay, gut. Ja. Dann haben wir hier unten noch die aktuelle Zeit. Hier sieht man das vielleicht. Wir haben, kann diese Zeit stimmen? Ja, die stimmt. Ja, sie stimmt tatsächlich. Wir haben 1.33 Uhr und 24, 25, 26, 27, 28 Sekunden. Und das ist jetzt noch nicht in das Programm integriert, aber am Ende wird es einem sagen können, ob das, also wie weit der momentane Tag von dem Tag der Arbeit, der Hausaufgaben oder, ja, man versteht, was ich meine, glaube ich. Sag ich doch, ich bin ein Dussel. Ja, das Gleiche kann man auf einem Laptop machen. Also sagen wir mal so, ich, während der Alexander das jetzt wieder hinbekommt, würde ich gerne noch was sagen, nämlich wir haben vor, dass diese App noch im Coda Dojo, das ist ein anderer Programmierkurs, sie weiterzumachen, sodass man eben, okay, wir haben kein Internet, klappt jetzt leider nicht auf dem PC, aber da wollen wir diese App
weitermachen. Das heißt, sie wird am Ende einen auch daran erinnern können, dass man, keine Ahnung, dass man am nächsten Tag Hausaufgaben hat und die abgeben muss und dass man da eine Arbeit hat und ja, sowas halt. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir das eben noch hier versuchen? Bitte? Ja, okay, also wir versuchen das jetzt nicht doch am PC. Okay. Ich darf die nächste Gruppe nach vorne bitten. Das ist die Gruppe Blanke mit Levi, David, Ben und Jan. Ihr kommt so schön durch den Mittelgang 1A. Wer möchte, Levi? Danke. Das ist jetzt die zweite Jugendhack-Veranstaltung, die ich mitorganisiert habe. Und jedes Mal kommen die Mentoren zu mir und sagen immer, meine Güte, es ist großartig, was diese Kids hier schaffen. Mit meinen Kollegen komme ich nicht so schnell voran. Und genau das ist das, was mir der Tristan erzählt hat. Er sagte, er war so begeistert. Die haben sich immer wieder selbst angespornt, um das Projekt voranzutreiben. Und genau, deswegen gehört euch jetzt der ganze Ruhm. Ich habe schon einen. Ja, hi, wir sind wie gesagt Blanket und viele von euch kennen die Situation vielleicht, jetzt eher die Jüngeren. Ihr schreibt bald eine Klausur, ihr müsst lernen, ihr habt aber niemanden, der euch abfragt. Und genau darauf zieht unsere App ab. Ihr gebt im Prinzip einen Text vor, das Programm errechnet, welche Wörter wichtig sind im Kontext und spuckt einem am Ende einen fertigen Lückentext aus, mit dessen Hilfe man den Text ganz einfach lernen kann. Mehr dazu jetzt. Also, wir versuchen euch das jetzt mal möglichst einfach zu erklären, wie das Programm vom Prinzip her funktioniert. Also zuerst mal teilen wir den Text in einzelne Bausteine auf und dann suchen wir die Nomen raus, also das, was wir abgefragt werden wollen. Danach sortieren wir aus einer Datenbank, in der die Anzahl der Wörter in der Wikipedia gespeichert ist, die Seltenheit der Wörter raus. Also in dem Fall stehen jetzt hier die Anzahl der Wörter in der Wikipedia, steht oben drüber. Und dann nehmen wir jeweils die seltensten. Dann gibt es noch ein paar Bedingungen, also in dem Fall, dass wir alle schwatzen, also wir wollen nur ein einziges Wort pro Satz rausschreiben. Deshalb sind die schwarz hinterlegt. Und danach hat man eventuell, wenn man das noch möchte, einen Zufall mit drin, da man ja bei dem gleichen Input nicht immer den gleichen Output erhalten möchte. Also ich hätte ja gerne, dass wenn ich einen Text mich mehrmals abfragen lasse, dann will ich ja nicht immer die gleichen Fragen, sondern ich möchte ja eventuell auch, dass sich die Fragen ein bisschen verändern und andere Wörter rausgestrichen werden. Also als nächstes zeigen wir dann einmal, wie das eben halt aufgebaut ist, das Programm vom Grafischen her, also vom Frontend. Hier kann man sehen, dass man hier einen Text eingeben kann, da kann man dann eben halt auf die Suche klicken und dann zeigt er einem zum Beispiel eine Frage an, wie mittlerweile erscheint fast jeden Tag ein neues so und so, welches nicht unbedingt weltweit sichtbar ist. Und das ist hier zum Beispiel zu Google und damit ist zum Beispiel das Doodle jetzt gemeint. Und so kann man dann eben halt auch gucken, wie man dann eben halt Dinge lernt und dass man sowas dann eben halt auch mal alleine machen kann. Und das Ganze geht eben halt dann nicht nur mit Texten, die man da eingeben kann, sondern zum Beispiel auch mit Suchbegriffen. Die werden dann eben halt aus der Wikipedia herausgesucht und das kann man eben halt durch dieses Kontrollkästchen da aktivieren und dann sucht er eben halt frei nach Schnauze, da eben halt aus dem Wikipedia-Artikel gewisse Sätze raus und fragt dich danach eben halt ab. Das ist ganz praktisch, wenn du dann irgendwie mal was für die Schule machen musst oder so. Ja. Gut, um euch jetzt kurz zu zeigen, wie das auch kompatibel mit allen ist. Also wir haben ja Backend und Frontend separiert. Das bedeutet, ich kann auch relativ einfach eine iOS-App programmieren, die dann direkt auf dieses Backend, also auf die Datenverarbeitung zugreift. Ich tippe also oben ein, was ich haben möchte, schicke das dann ab und bekomme von dem Backend was zurück, was dann unten unter Result ausgegeben wird. Also da ist dann zum Beispiel das ausgext, was ich haben möchte. Ich kann jetzt hier einen Text eingeben, dann drücke ich auf Blanket. Dann kommt hier unten, also hier oben habe ich den Satz, die App funktioniert gut. Unten drunter habe ich dann diese XX funktioniert gut. Hier kann ich jetzt eingeben, diese App als Lösung, weil ich das ja weiß. Drücke dann auf Check und bekomme dann Result True, also es stimmt. Außerdem habe ich unten drunter noch einen Schalter, mit dem ich eben wieder diese Wikipedia-Funktion
einschalten kann, wenn ich das denn tun möchte. Genau, dann so vom Backend her war halt die hauptsächliche Herausforderung irgendwie, also wir filtern ja einen riesigen Text darauf, welche Sätze denn wichtig sein könnten. Und da jetzt Computer halt kein natürliches Verständnis für Texte haben, musste man denen das irgendwie beibringen. Das haben wir eben schon angedeutet, durch eine Datenbank gemacht, wo dann die Wörter in Wikipedia gezählt wurden und noch ein bisschen mehr. Ein Teil des Backends ist eben C++, der andere in Java. Dann haben wir mit Swift die iOS-App. Genau, und das Backend ist eben so zweiteilig. Zuerst werden einfach so ganz grob die Sätze rausgefiltert anhand des Verhältnisses von wichtigen zu unwichtigen Wörtern und Sonderzeichen, die man halt nicht verwerten kann. Und dann werden eben noch mal ein bisschen genauer anhand von diversen Parametern geguckt, was denn wichtig sein könnte und was nicht. Danke euch. Das nächste Projekt ist das Projekt Schulomat. Dafür darf ich nach vorne bitten, Andreas, Luca, Leo, Paula, Julian und Maxi. Also unser Projekt ist der Schulomat und wir haben halt also auf offenen Tagen, wo man halt da hingehen kann und sich die Schule angucken kann, wird die Schule ja immer nur von der besten Seite dargestellt, weil sie wollen halt nur, dass man sieht, dass die Schule toll ist. Und wir fanden, dass wenn man sich eine Schule auswählen will, dann sollte man auch die negativen Aspekte sehen. Und dann wollten wir halt eine Plattform erstellen. Wo halt Schüler und die Schulen sich selber darauf präsentieren können und sagen können, was halt gut und schlecht ist an der Schule. Und wir haben hier auch ein Logo, das sieht man, wenn man, genau hier, das ist, haben wir auch in so kleinen Karten. Und das soll halt eine Schule darstellen mit einem Daumen. Also dann würde ich euch jetzt gerne mal zeigen, wie diese Seite zu bedienen ist und wie der Benutzer sie eigentlich bedienen sollte. Also man geht auf diese Seite und dann sieht man erstmal diese Frontpage hier. Auf der gibt es eigentlich zwei Links. Bei der ersten kann man sich einloggen, um dann selber zu seiner Schule etwas schreiben zu können. Und andererseits gibt es dann halt einen Link zu allen Schulen, die registriert sind. Das sind ungefähr 6000 Stück. Und auf dieser Seite sind wir hier jetzt. Man kann hin und her blättern, man kann gewisse Schulen suchen, also zum Beispiel welche in der Nähe. Und ja, dann hat man halt, wenn man auf eine Schule klickt, hat man eine detaillierte Ansicht. Die teilt sich halt in drei Teile. Und die erste sind halt die Facts, wo halt drauf steht Adresse, Kontakt und so weiter. Julian, wo genau kommen die Daten nochmal her? Ja, also prinzipiell kommen die Daten erstmal aus unserem Backend. Das haben wir realisiert mit PHP und dem Laravel Framework und einer SQL-Datenbank dahinter. Aber eigentlich kommen diese Daten, die wir jetzt hier in der Schulübersicht sehen, aus einem Open-Data-Datensatz, der vom Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt wird. Und in diesem Datensatz sind alle Schulen, die es in Nordrhein-Westfalen gibt, gelistet mit ihren Anschriften, mit Kontaktdaten, mit der Schulform, Träger und alle Informationen, die man sich irgendwie dazu vorstellen kann. Und diesen Datensatz, Open-Data-Datensatz, haben wir benutzt und bei uns in die Datenbank importiert. Und das ist eben so der erste Baustein, den wir hier darstellen als Schulinformation. Aber wie wir das genau darstellen, darüber kann der Luca jetzt noch was erzählen. Genau, also wir haben halt eben hier eine wunderschöne Webpage, wie ihr sehen könnt, falls sie eingeblendet wird. Und wir haben, wie es sich halt eben gehört, HTML, CSS und eine Prise JavaScript verwendet. Und wie auch schon angedeutet worden ist, wir haben uns auf das Material Design geeinigt. Wir haben das Vorteil, wir haben ein leicht minimalistisches Design, welches uns die Möglichkeit bietet, viele Informationen prägnant darzustellen. Zum Beispiel, wenn man mal auf die Fragebogenseite geht, wo wir eigentlich sehr viele Schüler zu ihrer Schule befragen, wirklich über mehrere Fragen, die unterschiedlich auch aufgebaut sind, sei es durch Rankings zum Beispiel von 1 bis 10 Punkten zu bestimmten Themen, oder wir haben auch eine Tag-List erstellt, das ist ein Konzept, welches wir erarbeitet haben, an den Schüler sagen können, welche Aspekte ihrer Schule sie besonders bewerten, also besonders gut finden oder besonders verbesserungswürdig finden. Also dass man wirklich eine möglichst allgemeine Darstellung bekommt und gleichzeitig haben wir auch Freitextkommentare gemacht, wie man sie zum Beispiel von den Amazon-Rezensionen kennt, damit auch wirklich jeder Schüler wirklich eine individuelle Meinung geben kann.
Und wir haben halt eben den Vorteil hierdurch, dass wir sowohl einerseits individuelle, persönliche Meinung jeder einzelnen Schüler haben, als auch natürlich über alle Schüler gemittelt, wie wirklich viele Schüler diese Schule finden, damit man wirklich versucht, ein, ich würde nicht sagen objektiv, aber ich würde sagen wirklich ein Bild der Schule, wie man es wirklich wiederfinden würde in der Realität und nicht, wie die Schule sich gern selbst darstellen würde. Ja, okay, dann Dankeschön. Ich geb dir auch gerne die. Jetzt machen wir es aber noch. Andreas? Das Projekt hat ein prima Logo, das uns erstmal, das mir gezeigt wurde und wo dann auch erstmal stolz präsentiert wurde, dass das mehrfach nochmal gelasert und an alle Teilnehmer ausgehändigt wurde. Denn wir hatten dieses Mal einen Lasercutter und der wurde auch ausgiebig genutzt. Ja, unser Projekt Interkids soll Flüchtlingen, insbesondere Flüchtlingskindern, dabei helfen, sich besser integrieren zu können. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Vernetzung, sodass dass Flüchtlingsheimleiter ein Event erstellen können, um Flüchtlingskinder mit deutschen Kindern halt in Kontakt treten zu lassen. Zum Beispiel zum Lernen oder zum Fußballspielen. Wir haben eine Login-Seite, in der man und auch eine Registrationsseite, in der man sich registrieren kann und dann mit den Anmeldedaten einloggen kann. Das kann sie mal kurz, genau. Mit alpaka500@janazeller.de und einem sehr seriösen Passwort. Dann kommt man, okay, das stimmt natürlich nicht. Ja. Dann wird man auf jeden Fall auf die Startseite erstmal weitergeleitet, wo dann die momentanen Events, die vorhanden sind, angezeigt werden. Gleich. So. Das war natürlich gerade, genau, um zu zeigen, dass man auch Passwörter falsch eingeben kann. hier werden die momentanen Events angezeigt. Zum Beispiel haben wir einen Bankraub. Da hat ein sehr lustiger Mensch ein Event Bankraub erstellt. Lustigerweise läuft unsere Datenbank über Google, also wenn hier gleich das SEK vor der Tür steht, ihr wisst, wo das herkommt. Naja, wir können auch neue Events erstellen. Die was werden dann. Was sollen wir denn machen eigentlich? Ja, was wollen wir machen? So Jugendhackt vielleicht eintragen? Ja, wir können zum Beispiel eintragen, Präsentationen anschauen oder Handball spielen. Dann wird die sofort auf der Startseite aktualisiert und hinzugefügt, sodass wir jetzt sofort das Event angezeigt bekommen. Da unten. Ja, wir haben auch noch Informationen für Eltern, damit Eltern sich besser zurechtfinden können, um ihren Kindern zu helfen. Hier haben wir eine Google Maps, auf der dann arabischsprachige Kinderärzte angezeigt werden, die es in Deutschland gibt. Das haben wir mal exemplarisch mit NRW gemacht und mit einem in Berlin. Ja, das soll eigentlich nur helfen. Ja, und dann gebe ich mal das Tom, ne? Ja, viele Flüchtlinge sprechen natürlich kein Deutsch, deswegen haben wir uns gedacht, dass es ganz gut wäre, auch die Sprache ändern zu können. Wir haben das jetzt hier Deutsch, Englisch und Arabisch gemacht. Dann sieht man hier, wenn man es Arabisch eingestellt hat, dann ist das Menü und die ganzen Unterpunkte auf Arabisch und auf Englisch und halt auf Englisch und auf Deutsch auf Deutsch. Dazu haben wir jegliche Texte in drei Sprachen abgespeichert, dann werden die halt ausgewählt, je nachdem, was man für eine Sprache ausgewählt hat. Hallo, ich war verantwortlich fürs Frontend. Das haben wir mit HTML und CSS zusammen mit Bootstrap gemacht. Für uns war es halt wichtig, dass es einerseits bunt ist, aber auch leicht modern, sodass es ansprechend für Kinder ist, aber trotzdem userfreundlich. Und deswegen haben wir halt das Ganze in so pastelligen Tönen gehalten. Ja, und gespeichert wird das Ganze natürlich per Datenbank. Wir haben dafür Firebase von Google benutzt. Und wie man schon beim Homescreen sehen kann, werden halt die ganzen Events gelistet. Und uns war wichtig bei diesem Projekt, dass wir wirklich auf diesen Vernetzungsaspekt eingehen, denn in den Medien hört man meist das Negative, wie eine Randgruppe sich über die Flüchtlingspolitik aufregt und dementsprechend handelt. Aber es gibt natürlich auch, okay, hier sieht man einmal die ganzen Nutzer, aber es gibt natürlich auch die Mehrheit, die dann eher nicht gezeigt wird. Und wir wollten denen auch eine Chance geben, dass die auch helfen können, dass die sozusagen durch diese App
so einen kleinen Schub bekommen, dass wirklich Flüchtlinge und Flüchtlingshelfer gemeinsam besseres, offeneres Deutschland bilden. Und unsere Zukunft für die App wird sein, dass wir das erstens jetzt noch kinderfreundlicher machen. Das ist jetzt ein bisschen improvisorisch noch. Dann wollen wir natürlich noch einmal, kannst du zur Karte gehen noch? Da wollen wir halt nicht nur die Ärzte anzeigen lassen, sondern auch wirklich Psychologen oder überhaupt so Spielzeugläden, die vielleicht ihre Hilfe anbieten und Arabisch sprechen, die vielleicht Deutschunterricht geben wollen, bereit wären, das zu tun. Und das wirklich, um diese Community zu haben, dass jedes verifizierte Member die Punkte eintragen kann. Also dort, der spricht Arabisch, der möchte helfen, der kann dann auch helfen. Wir haben das alles auch als eine Web-App verpackt, das würde ich jetzt gerne zeigen, aber mein Handy liegt da hinten, sodass man das alles auch nochmal auf einem Handy sich anschauen kann und dann jetzt, ja. Ja, und das war unser Projekt Interkids für ein offenes Deutschland. Dankeschön. Die nächste Gruppe, Projektname WhatsApp und die Teilnehmer dürfte ich einmal nach vorne bitten. Khalid, Janita, Janita, Jean-Christophe, Fernando, Malte und Sahid. Dann würde ich gerne einmal eine Frage an Sie stellen. Wer benutzt denn ein Smartphone? Wer benutzt eine Messenger-App darauf, WhatsApp oder sowas? Und wer kümmert sich darum, dass seine Kommunikation verschlüsselt ist? Ich sehe die Teilnehmer und Mentoren. Okay, aber wir haben ja hier ein paar coole Kids, die sich darum kümmern, dass wir auch in Zukunft verschlüsselt kommuniziert können. Kommunizieren können. Wir sind WhatsApp und wir wollen mit Code die Welt verbessern. Dazu haben wir einen Messenger entwickelt, der auf eine völlig neue Verschlüsselungsmethodik in der Geschichte der Messenger zurückgreift. Nämlich die Steganographie. Zuallererst werden wir die Frage klären, was ist überhaupt WhatsApp und was kann es? Was macht es so einzigartig? Danach werden wir klären, wieso überhaupt WhatsApp und nicht WhatsApp oder Telegram. Ganz wichtig war uns außerdem noch die Entwicklung in den 2 Tagen, denn wir haben nicht einfach nur eine App entschaffen, wir haben noch viel dazu gelernt. Und wir haben außerdem gelernt, wie man mit ein bisschen Code die Welt verbessern kann. Außerdem fragen sich jetzt die einen oder anderen, was ist überhaupt Steganographie? Deshalb haben wir es extra nochmal für euch zusammengefasst. Und zum Schluss erzählen wir euch noch, welche Ressourcen wir genutzt haben und führen euch eine kleine Demo vor. Was ist und was kann WhatsApp? WhatsApp sendet verschlüsselte Nachrichten, die mithilfe eines steganographischen Verfahrens verschlüsselt worden sind. Außerdem bietet es die Funktion, ein Profil anzulegen. Zum Beispiel könnt ihr ein Profilbild einstellen, einen Status und sogar einen eigenen Nickname. Um mehr Sicherheit zu gewährleisten, werden extra die Kontakte mithilfe eines QR-Codes hinzugefügt. Das heißt, ihr kennt wirklich die Personen, mit denen ihr schreibt, ansonsten wird es schwer. Wieso WhatsApp? Zuallererst unterscheiden wir uns darin, dass wir nicht eure privaten Informationen zu Marketingzwecken weiterverkaufen, wie zum Beispiel Facebook. Außerdem haben wir eine neue Art der Verschlüsselung, die es noch nie zuvor gab bei einem Messenger. Außerdem bieten wir euch ein innovatives Design. Und außerdem ein paar Features, die den einen oder anderen vielleicht interessieren könnten. Die Entwicklung im Laufe der 2 Tage. Als allererstes haben wir uns erstmal Gedanken gemacht, was wollen wir überhaupt kodieren, mit was wollen wir die Welt verbessern. Dann sind wir auf Verschlüsselung eingegangen, haben geschaut, was gibt es da, was können wir da genau machen. Und dann ist uns eingefallen, dass wir selber jung sind und wir selber Snapchat bzw. auch WhatsApp nutzen.
und wir einfach mal was ausprobieren wollten. Wir wollten schauen, ob es möglich ist, das auf eine andere Art und Weise zu verschlüsseln. Und das haben wir dann im Endeffekt auch umgesetzt. Und ja, die Grundaufteilung, wir haben das in Teams aufgeteilt, damit auch wirklich jeder eine Aufgabe hat und nicht alleine steht, beziehungsweise sich ohne irgendeine Aufgabe fühlt. Da haben wir einmal in Kryptographie, Design und Code. Ja. So, als allererstes werde ich euch jetzt mal erklären, was ist Steganographie. Steganographie ist eine Art, Text zu verschlüsseln, Text in Bildern zu verschlüsseln. Im Endeffekt tippt man Text ein und die werden dann automatisch in Bildern geladen. Und der Verlauf zeigt dann nur das Bild an und nicht der Text, was dahinter ist. Die Leute, die den Text lesen wollen, müssen vorher über den QR-Code miteinander kommunizieren, beziehungsweise im Kontakt sein, um die Nachricht zu lesen. So ist ungefähr das Verfahren. Die Ressourcen. Ich habe den Jungs hier, beziehungsweise auch der Dame, Ionic Framework nähergebracht und habe hier, beziehungsweise habe generell mal ein bisschen gezeigt, wie man damit arbeitet, weil ich selbst damit auch nebenbei der Schule in einer Firma das mache. Wir haben hier HTML, CSS, JavaScript, AngularJS oder auch Node.js benutzt, womit wir halt die App aufgebaut haben, Schritt für Schritt. Und das wurde in einzelnen Gruppen gemacht. Ja. So, jetzt werden wir euch eine kleine Demo vorführen, nämlich wie die App überhaupt aussieht. So, das ist das Interface von WhatsApp. Zuallererst haben wir hier ein schlicht gehaltenes Dashboard, welches das Logo zeigt und eine kleine Unterschrift. Und das Hauptfeature ist der Chat. Wie bereits gesagt, werden die Nachrichten, die hier verschickt, steganographisch verschlüsselt. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, man sieht ein Bild in einer Nachricht und dieses Bild hat und dieses Bild ja, sagt einem nichts. Wenn man jetzt nicht diesen Key hat, kann man nichts damit machen. Aber wenn man jetzt den Key hat, kann man einfach auf Read klicken und sieht die Nachricht. Außerdem werden die Nachrichten nach einer kurzen Zeit komplett gelöscht, sodass wir mehr Sicherheit gewährleisten. Und ich zeige euch nochmal das Profil, das könnt ihr auch einstellen. Das habe ich ja schon mal gemacht. Ich habe ein Profilbild reingestellt, mein Name, Status. Und ihr könnt außerdem aktivieren, ob ihr Freunde haben wollt. Was ich. Was ich hoffe. Und ob ihr das überhaupt verschlüsselt haben wollt. Genau. Jetzt werde ich euch erstmal ganz kurz den QR-Code, die Funktion mit dem Scannen bzw. Hinzufügen von Kontakten demonstrieren. Dazu habe ich jetzt mein Handy in der Hand, da wir hier gerade leider keine Kamera haben. Man hat hier oben den Symbol Plus. Da kommt ein QR-Code. Ich muss kurz mal auf die Präsentation rüber switchen. Ich mache das schon. Ja. So, kurz auf die letzte Seite. So, da haben wir einen Code. Den legen wir rüber. Scannen bitte. Wir haben eigentlich hier jetzt mit der Demo vorbereitet, dass dann ein Text entsteht, der jetzt eingefügt werden könnte. Hiermit ist es leider noch nicht möglich, da wir noch nicht so weit waren mit der Programmierung. So, ja. Ja, ich würde mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und auf jeden Fall auch an die Mentoren, die an unserer Seite standen und uns geholfen haben, die wir bei jeder Kleinigkeit einfach ansprechen konnten, beziehungsweise aufsuchen mussten. Und, ja, also... Danke euch. Das nächste Projekt, das sich vorstellt, heißt Distributed JS. Distributed JS. Und dafür kommen nach vorne Jaro, Lorraine, Gregor, Lars, Bela, Moritz, Leon und Johannes. Eine etwas größere Gruppe mit etwas mehr Aufwand. Ja, also wir haben uns damit beschäftigt, wie man ungenutzte Rechenzeit nutzbar machen kann.
weil wir gesehen haben, dass auf der einen Seite eben bei normalen Computern von normalen Benutzern sehr viel Rechenleistung gibt, die einfach nicht benutzt wird, obwohl die Computer an sind. Und auf der anderen Seite gibt es eben sehr rechenaufwendige Probleme, die irgendwie Wissenschaftler haben oder andere Leute. Und die könnten dann eben mithilfe von unserem Framework auf die ungenutzte Rechenzeit von den Leuten zugreifen. Ein Beispiel dafür ist, wenn ein Student irgendwie seine Masterarbeit schreibt und dafür irgendein rechenaufwendiges Problem lösen muss, kann er seine Freunde fragen, ob sie ihm Rechenzeit spenden, und dann kann er das Problem eben sehr leicht abbilden mithilfe von unserem Framework und parallelisieren. Ja, und dann hatten wir diese tolle Idee und dann hieß es umsetzen. Und wie ja gerade schon angeteasert, wurden wir dann in die Projektplanungshölle geworfen, und hat sich herausgestellt, es ist keine Hölle, sondern viel eher ein Segen. Da haben wir so Sachen wie Scrumming kennengelernt und auch Pair-Programming viel gemacht, was dann zu vielen, vielen Git-Commits geführt hat, die wir eigentlich wundervoll visualisiert haben. Also hier eine schöne Animation unserer Git-Commits zu bewundern. wir sind noch nicht fertig. Okay, ein Teil unserer Gruppe hat sich dann auch noch mit dem Telegram-Bot quasi als Kontrollinterface auseinandergesetzt. Wenn ihr den anschreiben wollt oder irgendwie mit dem interagieren wollt, könnt ihr das halt über den Jugend-Hackbot-Channel machen. Wir wollen eine Demo jetzt machen. Wir geben dem so etwa eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Also wir haben uns gedacht, also was wir halt machen, wir wollen ja Rechenleistung aufteilen. Und dazu haben wir uns halt gedacht, was ist eine Aufgabe, was man gut aufteilen könnte. Und wir wollen einen Hash, also eine nicht rückgängig machbaren Algorithmus, quasi zurück zu einem Text verfassen. Und der einzige Weg, das zu machen, ist ausprobieren. Deswegen braucht man dafür extrem viele Anläufe, und das kann man halt schön aufteilen. Wir werden das mal zeigen. Nämlich haben wir hier quasi unsere Seite. Wenn ihr schnell genug seid und im WLAN seid, dann könntet ihr diesem Rechenpool quasi auch beitreten. Diese Alpakas da unten sind quasi unsere Rechner, die halt einen gewissen Anteil dazu leisten. Die holen sich dann halt immer Aufgaben, und diese Aufgaben werden dann abgearbeitet, und wenn einer eine Lösung hat, dann ist das quasi das Ergebnis für alle. Ich werde das jetzt mal neu starten, und eigentlich sollten jetzt genügend da drin sein, damit wir dann schlussendlich aufs Passwort kommen, oder auf den Text, der ursprünglich halt so sein sollte. Also wir können jetzt hier sehen, da wird ordentlich an Paketen hin und her gesendet. Dieser Graph ist quasi die Anzahl der aktiven Nutzer und quasi Arbeiter, die in diesem Netzwerk quasi beigetragen werden. Und wenn wir das ein bisschen laufen lassen, dann sollten wir irgendwann sehen, dass das alles abfällt und dass wir zu einem Ergebnis kommen. Also Sie können es gerne versuchen, sich dann noch schnell einzuklinken. Genau, da mal schauen. Genau, hier in dieser Zeile, hier unten, sieht man dann, dass wir quasi aus diesem Hash jetzt einen vollwertigen Text wieder gemacht haben. Genau, und wir haben es jetzt leider gerade präsentationstechnisch ein bisschen umgedreht, aber egal. Wir haben uns halt vor die allgemeine Frage gestellt, wenn wir so eine Art Framework dafür bieten wollen, Rechnerzeit zu teilen, müssen wir irgendwas nehmen, was am besten plattformunabhängig ist. Und da sind wir auf JavaScript gestoßen, und ich glaube, das ist auch der einzige Vorteil an JavaScript, dass es halt wirklich auf jeder Milchkanne läuft. Und man eigentlich nichts dafür braucht, außer einen Browser, und man kann es auf dem Handy benutzen und überall. Und unser Ziel des Projekts war es halt, ein Framework zu liefern, in dem man die Anwender ganz einfach Module schreiben können, beziehungsweise Module sind in dem Fall einfach eine JavaScript-Datei, in der ich sehr vereinfacht mein Problem darstellen kann. Und durch unser Framework können wir dann, das quasi eine Art Housekeeping macht und Arbeitsverwaltung, können wir dann einfach die Probleme verteilen auf die verschiedenen Geräte und zum Schluss wieder einsammeln. Ja. Ja, und somit können wir halt generell sehr rechenaufwendige Probleme viel effizienter und schneller lösen.
Und das wollten wir natürlich auch jedem zur Verfügung stellen und deswegen haben wir es unter einer freien Software-Lizenz, nämlich GPL3, auf GitLab veröffentlicht. Dankeschön. Besten Dank. Wir sind tatsächlich schon bei der letzten Gruppe angekommen. 11 Projekte sind es insgesamt. Jetzt kommt das Projekt Flodder mit, oh Gott, Anna, ich versuch's nochmal. Ank, Jan, David, Elli, Hackalive und Special Guest Daskaline. Also es gab vor einem halben Jahr oder so noch so Diskussionen, ist es ein Bär, ist es ein Hund, was ist es? Es ist ein Alpaka, unser Tierchen. Auf den Schildern und an den Wänden und auf den Plakaten. Und da ist er, Daskaline. Genau, und wir hatten ja die letzten Wochen ein paar üble Gewitter. Ich weiß nicht, bei irgendwem der Keller vollgelaufen? Da ist jemand, genau. Und wir haben jetzt, glaube ich, was das da in Zukunft helfen könnte. Ja, hallo erstmal. Wir haben uns überlegt, hey, es gibt hier diese tollen Homematic-Teile. Dann können wir doch was mitmachen. Also wer es nicht kennt, Homematic ist so Haussteuerungszeug. Dann hat man so eine Zentrale und kann dann damit Fenstersensoren oder Türschlossöffner verbinden. Haben wir uns dann angeschaut, die Hardware ist auch ganz schön, aber die Software ist richtig schrecklich. Dann haben wir gedacht, okay, es gibt eine Programmierschnittstelle, also eine API, und dann klinken wir uns da einfach ein und schreiben was Eigenes dazu. Ja, genau. Und so haben wir mit Flodder angefangen. Genau, wie schon angedeutet, ist Flodder etwa ein Frühwarnsystem für Überschwemmung. Und das funktioniert praktisch so, dass man hier einen Schwimmer hat, da ist ein Magnet drin. Der ist praktisch in dem Gewässer in der Nähe oder, ja, perfekt, und schwimmt da ganz normal. So, und dann gibt es zwei so Sensoren. Und zwar der erste, den können wir jetzt, weil uns da irgendwie das Gerüst fehlte, nicht einbauen. Das werde ich gleich manuell betätigen. Der wird, also wenn das Wasser etwas steigt, wird der aktiviert. Und wenn dann das Wasser in einer bestimmten Zeit noch weiter steigt, dann wird auch der zweite Sensor aktiviert und dann gibt es einen Alarm. Also diese zwei Sensoren sind halt dafür, dass nicht irgendwie, weil innerhalb von einem Monat das Wasser so ein Stück gestiegen ist, der Alarm ausgelöst wird, sondern nur, wenn wirklich flutartig Wasser ansteigt. Genau, da sieht man, achso, ja, unsere Webseite vielleicht ganz kurz. Ja, genau, wir haben das auch sehr in schlichtem Flat-Design gehalten. Und ja, ich werde das jetzt einfach mal zeigen. Also das ist der erste Sensor. Genau. Ja. Genau, jetzt. Und. Wir haben extra Wasser gefärbt zu Demonstrationszwecken. Wow. Mit Edding. Alex hat sich schon Sorgen gemacht. Das habe ich gemacht. Es wurde schon geglaubt, ich würde es trinken wollen. So, und das Wasser steigt rapide, oh je. Und ich glaube, durch die undichte Stelle sinkt das jetzt gerade ganz schön, aber... Meine Damen und Herren, der Vorführeffekt. Also, ich glaube, jeder, der hier in diesem Gebäude war, hat den Alarm schon mindestens 100 Mal an diesem Wochenende gehört. Einen Moment. Dann, Ja. genau, das wird dann also auch auf der Webseite so angezeigt, praktisch. Genau, also, weil es so schön war, nochmal. Also der erste Sensor wird aktiviert und dann in kurzer Zeit der zweite. Der zweite ist nicht so der Profi. Ja, genau, und die Webseite verändert sich auch, wie man sieht. Genau, das ist so die Funktionsweise. Und genau, dann vielleicht noch kurz etwas zu den technischen Daten. Dann würde ich eben mal kurz erklären, wie ich den Schwimmer gebaut habe.
Nebenbei, ich habe nochmal geschaut, es gibt das Ganze schon als Komplettlösung zu kaufen. Die kostet als Lösung für, also sie ist hochseetauglich, kostet sie knapp $2000. Wir sind so bei, keine Ahnung, Technik unter 10 Euro. Der Schwimmer, der da drin ist, den haben wir 3D gedruckt. Die Datei ist auch online verfügbar. Der funktioniert so, dass auf einem Luftkissen der Magnet nach oben getragen wird, wenn halt der Wasserspiegel steigt, weil es schwimmt und irgendwann dann oben an den Sensor kommt, wie wir vorgeführt bekommen haben. Und das ist jetzt eigentlich ein recht geschlossenes System. In Gewässern würde das Ganze dann in einem zylindrischen Käfig hochschwimmen, von wo, in dem durch die Seiten weiter Wasser reinfließt und der in den Pegel hält. Und die Technik dahinter ist von dir. Ja. Also es ist, die gesamte Technik ist zweigeteilt. Es gibt einmal die Website mit JavaScript ist die geschrieben, normales JavaScript ohne Framework. Da geht es eigentlich einfach nur so, dass die Website immer anfragt an einer REST-API in Python geschrieben, mit dem diesmal aber auch mit einem, ja, ich weiß nicht, ob das ein Framework ist, ja, mit Flask auf jeden Fall. Und Flask arbeitet dann eben soweit als REST-API und ja, ruft immer von der Homematic, die gerade unter dem Tisch hängt, immer die Daten von den einzelnen Sensoren ab, also in dem Fall Magnetsensoren. Und ja, sobald da sich etwas ändert, schickt er das raus als JSON und die Website ruft das Ganze einfach über einen HTTP-Request immer wieder ab. Das ist im Moment, glaube ich, auf eine Sekunde eingestellt. Jede Sekunde ruft er das Ganze nochmal ab. Und je nachdem, wenn dann Alarm ist, wechselt er einfach dann von dem jetzigen Bild zu einem anderen. Ja, und natürlich wird der Alarm ausgelöst. Ne? Ja. Der wird dann eben auch noch über die Homematic wieder zurückgesendet. Ja, genau. Und ich glaube, lassen wir Kaline das Abschlusswort. Ja. Ja. Dann darf auch Kaline noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Ein Applaus für Kaline. Dankeschön. Andreas, finde ich auch noch ein Mikro? Gleich wieder. So, das waren jetzt alle Projekte. Die Jury wird sich jetzt zurückziehen. Dirk, Michael, Max, der Torben nimmt euch mit nach unten. In dem Jury-Besprechungsraum. Das Ganze wird so bis, ist geplant, dass es bis um 15 Uhr dauert. Aber bleibt bitte noch sitzen, genau, den Publikumspreiszettel nämlich gleich noch ausfüllen und vorher haben wir aber noch was, also es ist jetzt noch nicht hier vorbei und zwar müssen wir noch ein paar wichtige Dinge sagen. Als erstes möchten wir uns nämlich mal ganz, 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 ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren bedanken, die hier das ganze Wochenende sich um die Ohren geschlagen haben und für die Jugendlichen die ganze Zeit zur Verfügung standen. Sie haben vielleicht gesehen, die tragen hinten so schöne Schilder noch mit Sprich mich an für dies und jenes und das wurde auch rege genutzt von den Jugendlichen, die haben die Mentoren gut beansprucht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch alle morgen Urlaub genommen habt oder ob ihr arbeiten müsst. Genau, dann natürlich noch ein super Orga-Team, das noch mitgeholfen hat. Nicht alles nur Techniker, auch so ein bisschen Logistik muss ja sein und Jugendherberg Sachen klären und die Zimmerschlüssel, Getränke verkaufen, der ganze Kram. Lieben Dank, Carolina und Carolina nochmal. Und Lisa, die den Technikraum betreut hat. Genau. Und dann haben wir tatsächlich noch natürlich auch Sponsoren und Förderer. Ja? Das Ganze hier kostet ja auch Geld, die Jugendherberge, die Zimmer, die Technik, Ausleihe, Plakate drucken, alles Mögliche und ermöglicht hat es das tatsächlich im größten Anteil die Stadt Köln. Herzlichen Dank dafür. Das Jugendministerium des Landes NRW, herzlichen Dank, Herr Steges, auch da, schön, dass Sie da sind. Die Medienstiftung Kultur. Ja. Und die Codecentric AG, von der auch Andreas und ganz viele Mentoren hier sind, hat sich nicht nur in Manpower, sondern auch finanziell beteiligt. Herzlichen Dank dafür auch an die Codecentric AG.
und auch allen weiteren Unterstützern und Förderern. Es gab noch eine kleine Summe über Better Place und solche Geschichten. Herzlichen Dank, dass ihr das alles möglich gemacht habt. Und jetzt auch schön, dass Paula Glaser von der Open Knowledge Foundation hier ist, die das zusammen mit Mediale Pfade mal ins Leben gerufen haben. Paula, es war mir eine Ehre mit dir. Schön, dass du da bist. Du hast jetzt auch noch ein paar Worte, ne? Ja. Dankeschön. Ich bin total baff. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Jugendhackt ist ja tatsächlich inzwischen ein großes Netzwerk geworden. Wir haben dieses Wochenende parallel 3 Veranstaltungen gehabt, Jugendhackt Süd, Jugendhackt Nord und eben Jugendhackt West. Nächste Woche findet dann noch Jugendhackt Ost in Dresden statt. Ich komme aus Berlin von der Open Knowledge Foundation, wir organisieren das Ganze. Und ich wollte jetzt auch einfach nochmal Danke sagen. Das wäre nicht möglich, wenn wir nicht an all diesen Orten und im Speziellen natürlich hier die Fachstelle für Jugendmedienkultur tolle Partner hätten, die das Ganze mit uns auf die Beine stellen. Vielen Dank. Genau, ich habe ein paar kleine Punkte noch. Es geht nämlich auch noch weiter in 2016 mit Jugendhackt. Wir haben wie immer eine große Abschlussveranstaltung in Berlin. Da sind alle Jugendlichen aus ganz Deutschland eingeladen, die nochmal Bock haben zu programmieren, ein Wochenende mit uns zu verbringen. Es ist auch total egal, ob man schon mal bei einem Regio-Event war oder nicht. Die findet statt vom 14. bis 16. Oktober. Dann freuen wir uns, verkünden zu können, dass es ein bisschen internationaler wird bei Jugendhackt. Es wird wahrscheinlich auch ein Jugendhackt Österreich dieses Jahr geben und ein Jugendhackt in der Schweiz. Und wenn alles klappt, dann haben wir eine Kooperation mit dem Goethe-Institut und gehen nach Südkorea. Es bleibt spannend. genau, aber auch... danke. Auch abseits von Jugendhackt gibt es natürlich ganz viele tolle Veranstaltungen, zum Beispiel das MB21 Festival, das sind unsere Partner auch in Dresden, die rufen jedes Jahr den Multimedia-Preis aus, da können sich auch ganz viele Jugendhackt-Projekte für bewerben, das ist jedes Mal ein wahnsinnig tolles Event. Außerdem gibt es noch, wir haben ja schon irgendwie Projekte mit Bahndaten gehabt, nächstes Wochenende findet noch ein Hackday in Berlin statt von der Deutschen Bahn und worauf wir uns ganz besonders freuen, ist der Kongress dieses Jahr wieder vom Chaos Computer Club im Dezember, wo wir ganz bestimmt auch wieder mit einigen jugendlichen Mentoren, Leuten vor Ort sein werden. Genau, bis dahin, man sieht sich vielleicht noch und jetzt ist Pause. Ja, danke Paula.